Was sind unsere Transportmittel im Paradies? So heißt es in einer Überlieferung bei At-Tirmidhi, dass ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam fragte. Anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, er sagte, ja Rasulallah, o Gesandter Allahs, hal fil jannati min khayr, gibt es im Paradies Pferde? Qala inillahu adkhalaka al-janna fala tasha'u, er sagte, fala tasha'u an tuhmala fiha ala farasin min yaqutatin hamra yatiru bika fil jannati haythu shi'a. Wenn Allah dich in das Paradies eingehen lässt, so wird dich ein Pferd voller roter Rubinen tragen von dem Ort, wo du hin willst, zu deinem Zielort. Er fliegt mit dir, wohin du willst. MashaAllah, tabaraka rahman. Kein Stauch, keine Aufregung. Ich war letztens Urlaub in einem Land machen. Ich habe nur einmal die Woche gehupt. Ich habe selber nicht geglaubt, sonst lebe ich in Berlin. Da könnt ihr euch vorstellen, wie oft man hupt. Einmal in der Woche, das war so entspannend gewesen. Aber subhanallah, das hast du nicht oft. Und in Al-Jannah bekommst du ein Pferd mit was? Mit? Mit Flügeln, mit roten Rubinen. Für dich nur das Beste. Und dieses rote Pferd fliegt dich überall hin, wo auch immer du hin möchtest, liebe Geschwister.